Hey, sexy Hexi. Sind Wölfe sind der Hammer. Ich muss darin laufen, egal wie. Ja. Ja, ich bin sofort zu Hause. Gib mir eine halbe Stunde. Wenn du dich nicht beeilst, dann muss ich eben jemand anders fragen. Was soll das denn heißen? Na, hör mal, nach dem ganzen Sport hier bin ich total verspannt. Ich brauche dringend eine Massage. Na, warte, du kleines Biest. Was hast du denn gedacht? Weißt du was? Ich lasse uns ein Bad ein und dann gucken wir einfach mal, wer wen massiert. Ich bin schon unterwegs. Süß. Du brauchst jetzt erstmal ordentlich Vitamine. Mmh, lecker. Was? Ja, wo ist der Kaffee, den du mir hoffentlich von draußen mitgebracht hast? Hey, zu viel Koffein ist ungesund und macht auf Dauer nur müde. Nee, also bitte tu mir das jetzt nicht an. Auf der anderen Seite, heute ist ein schlechter Tag, um mit dem Entzug zu beginnen. Oh, Gott sei Dank. Ich bin nämlich nicht aufgelegt für solche Scherze. Aber du hast das Kleid fürs Finale fertig, oder? Ja, schon lange. Für die neue Näherin ist es quasi die Feuertaufe. Die wird sich auch wundern, wo sie hier gelandet ist. Ja, los, zeig schon her. Nicole bügelt es gerade noch auf. Ich hoffe nur, dass es Tanja gefällt. Naja, bis zur Show schaffe ich eh kein Neues. Ich meine, sie hatte wirklich lange genug Zeit, meinen Entwurf abzunehmen. Aber sie hat mich immer wieder vertröstet. Weil sie dir vertraut. Du hast es drauf. Ich weiß es und sie weiß es eben. Nur du offenbar nicht. Naja, du weißt doch, wie das ist. Ein gewisser Restzweifel bleibt vor jeder Premiere. Du, ich weiß, dass du eigentlich gar keinen Kopf dafür hast. Aber wenn du vielleicht ein bisschen mehr Luft hast... Katie ist eine Freundin von mir und die macht gerade ihre Abschlussprüfung in Modedesign. Und naja, sie wird sich irre freuen, wenn du ihr ein Feedback zu ihrer Mappe geben könntest. Ja, klar. Kein Problem. Danke. Hey, Marlene. Na, sehr geil. Hey. Ich soll dir von Tanja ausrichten, dass sie jetzt das Kleid für das Finale sehen möchte. Oh. Sexy Baby. Sagst du? Wo ist das richtige Kleid? Guter Witz. Dieses Kleid ist ein Witz. Das hat nicht mal genug Glamour für eine Sitzparty im Seniorenheim. Ist das dein Finalkleid? Der krönende Abschluss für die wichtigste Fashion-Show seit Firmengründung? Also ich finde, es ist genau der richtige Schlussakkord. Nämlich, dass LCL trotz aller Investitionen, vor allem für unser Hauptklientel, eine wiedererkennbare Verlässlichkeit bietet. Ach, und wegen des Wiedererkennungswertes. Hast du einfach mal deine letzte Kollektion kopiert? Rebecca, wir karren hier alles an, was in der Modebranche Rang und Namen hat. 3 Wochen vor dem Beginn der offiziellen Fashion Week, um der Konkurrenz den Rang abzulaufen. Und das hier ist alles, was dir einfällt? Das grenzt an Arbeitsverweigerung. Dann hättest du dir vielleicht doch mal die Zeit nehmen sollen und meinen Entwurf vorher ansehen. Aber du hast mich ja immer wieder vertröstet. Ich dachte, ich hätte eine Chefdesignerin, die etwas zustande bringt, ohne dass ich jeden Schritt kontrollieren muss. Juri überholt uns. Hast du eine Ahnung, in was für eine Lage du mich bringst? Ich will ein neues Kleid. Mundschau, die ist in 2 Tagen, das schaffe ich nicht. In 3 Stunden habe ich deinen Entwurf auf diesem Schreibtisch. Ansonsten kannst du dir einen neuen Job suchen. Hast du mich verstanden? Nimm dein Kleid mit! Dafür ist eine andere zuständig. Mann, Tanja, die hat sie doch nicht mehr alle. Weißt du, wochenlang kümmert sie sich einen Scheiß um dieses Kleid. Und jetzt 2 Tage, ja, vor der Show, da lässt sie auf einmal alles platzen. Wie soll ich mir jetzt mein Kleid aus den Fingern saugen? Du machst das Gleiche wie jeden Tag. Du grübelst rum, setzt dich hin und dann schaffst du etwas, das einem einfach die Sprache verschlägt. Ja. Weil es einzigartig ist. Ja, früher konnte ich das vielleicht, aber jetzt fehlt mir ja das gewisse Etwas, wie du gerade gehört hast. Rebecca, hör auf. Du darfst diesem einen Misserfolg doch nicht so viel Bedeutung beimessen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Seit Juri aufgetaucht ist, habe ich Angst vor diesem Moment, dass jemand
meine Entwürfe sieht und sie nicht mehr gut genug sind. Bisher hat das doch aber nur Tanja gesagt. Ja, aber sie hat recht. Mann, das Kleid müsste das Beste sein, was ich jemals kreiert habe. Das ist es aber nicht. Weißt du, und Juri, dem fliegt einfach alles zu. Der Typ, der macht ständig Pausen, ist total tiefenentspannt, weißt du? Und dann kommt er hier einfach mal kurz rein und zeichnet einen neuen Entwurf auf Papier. Rebecca, vergiss doch bitte mal Juri. Ja, aber seit er da ist, weiß ich erst, wie schlecht ich bin. Das stimmt überhaupt nicht. Du bist verunsichert und demotiviert, ja. Kritik einzustecken ist schwer. Aber versuch das Positive mitzunehmen. Den wahren Kern, und damit machst du weiter. Seit Juri hier der Junge Wilde ist, musst du viel mehr auf das klassisch Elegante setzen. Ich meine, du musstest dich komplett neu erfinden. Gib dir ein bisschen Zeit dafür. Ich habe noch genau 3 Stunden. Und du wirst es schaffen. Das weiß ich. Du darfst jetzt nur bitte nicht die Nerven verlieren, okay? Okay. Gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Dir Glück wünschen. Mach ich. Aber du hast Talent. Das ist viel wichtiger. Bitte vergiss es nicht. Hey. Danke. Verdammte Scheiße. Hör zu, ich muss in 2,5 Stunden einen Entwurf abliefern, der alles, was ich bisher gemacht habe, in den Schatten stellt. Ja, ich will alles auf einmal und nein, ich möchte nicht drüber reden, okay? Vertrau dir. Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Dir helfen. Wir sind ein Team. Ich will, dass die Show gut wird. Dann lass mich hier weiterarbeiten. Der Erfolg der Show hängt von diesem Entwurf ab. Rebecca, lass los. Wir haben noch kein Finalkleid. Soll ich es dir buchstabieren? Entspann dich. Wir haben eins. Wenn das hier nichts wird, dann nehmen wir meins. Du hast mich gerufen? Ja, es gab doch dieses Kleid, schulterfrei, Seide in diesem Königsblau. Ist schon eine Weile her. Mhm. Für was brauchst du das? Frag nicht, mitsuchen. Hast du schon gehört, dass Jessica übermorgen nicht mitlaufen kann? Was? Ja, sie ist mit Karacho die Treppe runtergeflogen. Es muss wohl voll der Stunt gewesen sein. Ach, und das findest du lustig? Nee, natürlich nicht, aber ganz ehrlich, das ist typisch für sie. Ja. Es ist ja jetzt auch nicht so viel passiert. Den gebrochenen Zeh hatte sie schon vorher. Kim, das erzählst du mir so seelenruhig. Du bist meine Assistentin. Dein Job ist es, dich sofort ans Telefon zu setzen und für Ersatz zu sorgen. Ich wusste ja nicht, was für einen Typ du statt ihr haben willst. Ähnlicher Typ, gleiche Maße. Los, schreib dir den Z-Card-Ordner von Jessicas Schreibtisch und in 1 Stunde möchte ich 5 Vorschläge. Fürs Finale abgelehnt? Ja, sie war den völlig daneben. Sie will, dass ich einen neuen mache, aber ich schaffe das nicht. Es tut mir leid, aber ich muss weitermachen. Bist du dir das sicher? Verstehst du, wenn ich das jetzt nicht packe, dann ist Juri am Zug. Der hat schon was in der Hinterhand. Das hat er mir selbst gesagt.
Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich einfach weg vom Fenster. Meine Karriere hängt an diesem Entwurf. Ich mache jetzt einfach weiter und versuche das alles auszublenden. Weil ich gerade andere Probleme habe. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich bin in meinem Büro und du nicht. Warum nicht? Ich brauche Zeit. Das ist nicht so einfach. Wenn es einfach wäre, Rebecca, dann wärst du entschieden überbezahlt. Ich bin dran. Das ist ein kreativer Prozess. So. Und du machst jetzt mal eine Pause. Das nicht schon früher gemacht? Das frage ich mich auch gerade. Ich fühle mich wie befreit. Geht nichts über die richtige Portion Adrenalin, was? Danke, großer Bruder. Ja. Tut mir leid, ich habe nichts anderes gefunden. Ach, wieso? Ist das in Ordnung? Ja, ich weiß, dass ich Hot Dogs an Tanja und an deinen Antrag erinnere. Vielleicht wird es ja Zeit, dass ich damit was ganz Neues verbinde. Zum Beispiel einen Ausflug mit meiner kleinen Schwester. Hm. Dafür ist Familie da. Ach, ich vermisse Papa. Und Hagen auch. Geht mir auch so. Und ich bin mir sicher, Hagen würde diesem Juri richtig eins auf die Fresse geben, dafür, dass er dir so einen Ärger macht. Weißt du, eigentlich ist gar nicht Juri das Problem, sondern ich selbst. In 2 Tagen, da ist die wichtigste Show meiner bisherigen Karriere. Die Zukunft unserer Firma hängt davon ab, das erste Mal mit 2 Designern und 2 Linien. Und plötzlich halte ich diesen Druck nicht mehr aus. Was verlangst du denn eigentlich von dir? Ein bisschen Nervosität ist doch vollkommen normal. Ich bin nicht nervös. Ich habe ein totales Blackout. Alles, was ich mache, stelle ich in Frage. Nicht du stellst alles in Frage, du glaubst, dass die anderen das tun. Das ist das Problem. Man beobachtet sich selbst doch schon kritisch genug. Da muss man sich doch nicht auch noch vorstellen, dass die anderen was machen. So wie dieser Juri zum Beispiel. Wie kann ich das abschalten? Ich glaube, du musst alles durch meine Augen sehen. Weißt du, was ich denke, wenn ich deine Arbeiten sehe? Ich denke dann, das hat meine kleine Schwester gezeichnet. Dieselbe kleine Schwester, die damals schon genau wusste, welche Klamotten man tragen muss, um richtig cool auszusehen. Und jetzt schickt sie ihre Mode über die Laufstege dieser Welt und alle reißen sich drum. Denkst du das wirklich? Das denken alle. Oder was glaubst du, warum die Menschen einen Haufen Kohle in die Hand nehmen, um LCL zu tragen? Und Tanja denkt das auch. Lass dich von ihr nicht klein machen. Ihr gefällt doch nur das Gefühl, Macht über dich zu haben. Lass dich gar nicht erst drauf ein. Danke. Irgendwie bin ich auch ganz froh, dass nicht Juri das eigentliche Problem ist. Keine Sorge, ich hätte nicht von dir verlangt, dass du in meine reinhaust. Für dich hätte ich das gemacht. Ich weiß. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich schon voll. Wie heißt du nochmal? Kim? Warte mal bitte. Wegen der Auswahl des Ersatzmodels. Jessica hat es an sich gerissen, so schnell konnte ich gar nicht gucken.
Ja, aber genauso muss es hier laufen. Sie hat einen perfekten Ersatz gefunden und wir haben sogar schon eine Zusage. Beim nächsten Mal erwarte ich das von dir. Und jetzt besorg mir bitte die Stoffe aus dem Lager mit dem passenden Garn, ja? Und zwar pronto. Ja. Ach, und in Zukunft möchte ich, dass du deinen Job machst, ja? Ohne, dass ich dich immer dazu auffordern muss. Klar. Willst du vielleicht noch irgendwas? Wasser, Kaffee oder... Nein, einfach nur die Stoffe, um die ich dich gebeten habe. Super geworden. Sie wird ihn lieben. Hey, du hast es geschafft. Jetzt entspann dich, denk an was anderes, bis Tanja Zeit hat. Ich rufe dich an, wenn ich mehr weiß, ja? Ciao. Okay, bis später. Tschüss. Rebecca, warum nicht gleich so? Das heißt, es gefällt dir? Absolut. Und sogar ein Brautkleid. Das Kleid ist etwas ganz Eigenes. Es verkörpert den Stil und die Eleganz eines klassischen LCL-Entwurfs. Du hast dem Kleid ja sogar einen Namen gegeben, hm? Kate? Kate ist eine Freundin. Naja, sie wird sich irre freuen, wenn du ihr ein Feedback zu ihrer Mappe geben könntest. Klar, kein Problem. Danke. Du hast es geschafft, Rebecca. Das ist unser Kleid.